Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich mir heute mal mit euch gemeinsam ansehen, wie man Rauchmelder in Home Assistant integrieren kann. Damals, als die Rauchmelder zur Pflicht wurden, habe ich mir schon hier diese vernetzten Funkrauchmelder von Mumbi zugelegt. Diese basieren auf 433 MHz. Ich hatte eine 433 MHz Bridge und war somit eigentlich recht optimistisch, diese auch in die Haussteuerung integrieren zu können. Da ich es aber auch nach wochenlangen Tests nicht geschafft habe, dieses Signal sauber abzugreifen, habe ich das Projekt irgendwann beiseite gelegt, habe gesagt, okay, die Dinger sind vernetzt, das ganze Haus piept, wenn irgendwo was auslöst, lassen wir es so. Seit ich jetzt Home Assistant im Einsatz habe, wollte ich das Thema nochmal aufgreifen, das habe ich jetzt getan und bin letzten Endes bei der Variante Zigbee-Rauchmelder gelandet. Hier habe ich jetzt den Rauchmelder von Xiaomi, dieser basiert auf dem Zigbee-Protokoll und nennt sich Honeywell. Schauen wir direkt mal eben rein. Und zwar, das ist der Rauchmelder. Dazu gibt es hier direkt diese Montageplatte, kann man also einfach auf die Wand schrauben und hier an den Clipsen lässt sich der Rauchmelder wie üblich einfach draufstecken. Dann haben wir hier noch zwei Anleitungen, vollständig auf Chinesisch, und eine Batterie. Zuerst einmal, den Rauchmelder finde ich schon mal wesentlich hübscher als hier diesen Klumpen, also schon mal erstes Plusargument. Zigbee ist ganz klar das zweite Plusargument. Und ja, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel zu sagen. Auf der Rückseite, kleines Klebeetikett, wieder vollständig chinesisch. Hier haben wir den Batterieschacht und auf der Vorderseite gibt es hier unten noch einen Taster. Und das war's. Ich glaube, viel mehr muss man zu dem Rauchmelder hier gar nicht sagen. Also legen wir direkt mal los. Ich lege mal die Batterie ein. Ein Rauchmelder hat natürlich jetzt nicht so unsagbar viele Funktionen. Deshalb auch nur eine Taste, kommt man vollkommen mit klar. Das schauen wir uns aber mal eben kurz an. Also mit einem Tastendruck kann man erstmal das Alarmsignal testen. Ist auch schon relativ laut, wie ich finde. Wenn man die Taste jetzt gedrückt hält, piept er in unterschiedlichen Lautstärken. Ich vermute, dass sich darüber die Lautstärke des Rauchmelders einstellen lässt. Wie gesagt, chinesische Anleitung, da kann ich immer nur so ein bisschen spekulieren. Ihr seht die unterschiedlichen Abstufungen. Ich lasse es aber in der Regel eh auf laut, von daher macht, denke ich, auch am meisten Sinn. Was bringt mir ein Rauchmelder, den ich nachher nicht höre, weil ich mal im Nachbarzimmer bin oder ähnliches? Aber dafür wollen wir ja sowieso nachher noch Home Assistant einsetzen. Kommen wir aber später zu. Zuerst einmal müssen wir dieses Ding jetzt in Home Assistant integrieren. Und dazu kommen wir jetzt. Ich nehme jetzt hier mal mein Smartphone, blende euch das hier auf der Seite auch direkt mal ein. Wir wechseln mal nach Home Assistant und gehen jetzt hier mal nach Zigbee to MQTT. Wir schauen einmal durch die Liste durch und jetzt sehen wir hier schon an Punkt 20, hier ist unser Rauchmelder. Heißt, ich habe die Batterie eingelegt und das System wurde sofort von Home Assistant erkannt. Heißt, eigentlich im Idealfall müsst ihr hier gar nichts für tun. Für alle, bei denen das nicht auf Anhieb funktioniert, zeige ich euch aber jetzt noch eben, wie ihr dieses System in diesem Fall trotzdem in Home Assistant über Zigbee integriert bekommt. Und zwar entferne ich dafür jetzt hier mal den Rauchmelder, wechseln jetzt hier nochmal in die Liste und schauen noch einmal kurz durch. So, wie ihr seht, kein Rauchmelder mehr vorhanden. Also nehmen wir jetzt hier diesen Rauchmelder und drücken dreimal kurz die Taste. Mal klappt es nicht. Insofern, das braucht vielleicht mal ein paar Versuche mehr. So, ich habe jetzt einfach ein paar Mal gedrückt. Laut Anleitung, die ich im Netz gefunden habe, waren es eigentlich drei kurze Tastendrücke. Aber wie ihr seht, ich habe jetzt einfach 5, 6 Mal da drauf gedrückt und siehe da, unser Gerät wurde erkannt. Ich scroll jetzt hier einmal durch. Ja, in der Liste ist er noch nicht. So, und jetzt habt ihr gesehen, Zigbee successfully paired. Also, das Gerät wurde verbunden und ihr findet es jetzt hier an Stelle 29. Gehe jetzt direkt mal eben auf Bearbeiten. Wir nennen das Ganze jetzt hier mal Rauchmelder.
Es lebe die Autokorrektur. Und wichtig beim Umbenennen der Zigbee-Geräte, Update Home Assistant Entity ID, denn jetzt heißt das Gerät nachher auch so, wie ihr es hier benannt habt. Wir sagen jetzt hier mal noch Flur, erste OG und speichern das Ganze. So, damit ist die Integration eigentlich schon fertig. Schauen wir uns jetzt das Ganze mal in den Entwicklerwerkzeugen an. Denn hier sollten wir jetzt einige neue Sensoren finden. Filtern wir also hier mal nach Rauch. Und dann seht ihr jetzt hier auch schon die ersten Sensoren. Was uns natürlich am meisten interessiert, ist hier direkt der zweite Punkt. Das ist nämlich der Rauchmelder, der endet mit Smoke. Und das ist unser Binärsensor, der uns signalisiert, ob der Rauchmelder Rauch erkannt hat oder eben nicht. Der steht aktuell auf Off, das ist natürlich gut und auch richtig, denn hier brennt es nicht, hier ist kein Rauch, insofern alles gut. Ich würde sagen, das testen wir jetzt einfach mal. Ich produziere mal ein bisschen Dampf und wir schauen mal, was hier passiert. Und ihr seht, hier pieps. Ich drücke mal den Knopf, damit es hier wieder was ruhiger wird. Insofern, über den Taster könnt ihr natürlich wie jeden anderen Rauchmelder auch diesen hier auch abschalten. Und in unseren Sensoren, da sehen wir Smoke. Der Detektor ist jetzt auf On gewechselt. Genauso, da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet, aber die Smoke Density, also die Intensität des Rauchs, ist hier auch auf 176 jetzt aktuell. Ich denke mal, die stand vorher niedriger. Ich habe leider mir den Wert nicht gemerkt. Aber das sind jedenfalls so diese beiden Werte, über die wir jetzt Automatisierungen basierend auf diesem Rauchmelder erstellen können. Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt auch direkt weiter. Wir wechseln mal eben runter ins Büro an den PC und erstellen abschließend noch eine Automatisierung für unseren Rauchmelder, um uns im Brandfall eine Benachrichtigung aufs Handy schicken zu lassen. Im Büro angekommen, sind wir auch schon im Home Assistant und wechseln direkt in den Menüpunkt Einstellungen, Automatisierungen und legen hier mal eine neue Automatisierung an. Wir starten mit einer leeren Automatisierung und nennen diese jetzt einfach mal Feueralarm. Als Auslöser sagen wir jetzt hier Zustand. Als Entität suchen wir uns unseren Rauchmelder, wählen hier den Binary-Sensor Rauchmelder Smoke und die Automatisierung soll ausgelöst werden, wenn der Zustand dieses Sensors von Off nach On wechselt. Eine weitere Bedingung brauchen wir hier in der Regel nicht, denn wir möchten immer informiert werden, wenn dieser Rauchmelder in irgendeiner Weise auslöst. Wählen jetzt hier Dienst ausführen und suchen uns jetzt den Benachrichtigungstyp, den wir für unsere Benachrichtigung nutzen möchten. In meinem Fall möchte ich jetzt eine Benachrichtigung auf mein Handy bekommen und da wähle ich jetzt die Benachrichtigung per Mobile App. Als Nachricht sagen wir jetzt hier einfach mal Feueralarm. Als Titel schreiben wir jetzt hier einmal Alarm. So, und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Wir haben jetzt hier natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, wir möchten zum Beispiel Dienst ausführen, Cover, Open Cover und haben jetzt hier die Möglichkeit zum Beispiel noch unsere Jalousien im Brandfall direkt zu öffnen, damit die Fluchtwege auch frei sind. Genauso könnt ihr natürlich auch noch entsprechend in allen Zimmern das Licht einschalten oder was auch immer euch da noch so einfällt. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wenn ihr aber irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir natürlich gerne in den Kommentaren. Ich sage jetzt hier einfach mal speichern und damit sind wir eigentlich schon fertig. Wir testen das Ganze jetzt einfach mal. Dazu gehe ich jetzt mal in die Entwicklerwerkzeuge, suche mir jetzt hier noch einmal meinen Rauchmelder. Der Zustand steht hier auf Off. Jetzt blende ich euch hier an der rechten Bildschirmseite nochmal mein Handy ein.
Wir ändern den Zustand hier auf On und durch einen Klick auf Status setzen simuliere ich jetzt einmal einen Rauchalarm. Und wir sehen, hier kommt sofort die Alarmmeldung Feueralarm auf dem Handy. Da man aber mit großer Wahrscheinlichkeit mehrere Rauchmelder im Einsatz hat, möchte man mit Sicherheit auch wissen, welcher der Rauchmelder denn jetzt ein Feuer bzw. Rauch erkannt hat. Aber auch das lässt sich natürlich mit Automatisierungen umsetzen. Also gehen wir nochmal auf Einstellungen, Automatisierungen in unsere Automatisierung für den Feueralarm. Scrollen nochmal hier runter zu unseren Nachrichten. Und zwar können wir jetzt hier hinter der Nachricht Feueralarm noch ein Template einfügen. Das machen wir mit geschweifter Klammer auf zweimal. Das lässt sich dann nicht mehr im visuellen Editor bearbeiten, sondern nur noch im YAML-Editor. Ist aber kein Problem, da der Rest ja schon vorgegeben wurde. Hier packen wir jetzt noch zwei geschweifte Klammern hintern und schreiben jetzt hier einfach trigger.entity-id. So erhalten wir jetzt die Entitäts-ID von unserem Feueralarm, der den Alarm ausgelöst hat. Das speichere ich jetzt einmal. Wir gehen nochmal in die Entwicklerwerkzeuge. Ich setze den Status jetzt hier erst einmal wieder zurück auf Off. Und wenn wir jetzt den Zustand nochmal auf On setzen, dann sollten wir auch mitgeteilt bekommen, welcher Rauchmelder ausgelöst hat. Und dann könnt ihr jetzt hier in unserer Nachricht auch lesen: Feueralarm, Binary Sensor, Rauchmelder Flur, erste OG Smoke. Und somit wissen wir jetzt auch direkt, an welcher Stelle das Feuer erkannt wurde. Ja, so viel zum Thema Rauchmelder in Home Assistant. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr aber doch noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder kommt alternativ bei uns auf dem Discord vorbei. Auf unserem Discord werden täglich viele Themen rund ums Thema Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi 3D-Druck und diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den einen oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!